Wir sehen uns auf reitschuster.de. Für mich war dieser Abend der Bundestagswahl ein trauriger Abend. Das Thema Corona, das unseren Alltag bestimmt, wo unsere Grundrechte massiv eingeschränkt sind, wo das Grundgesetz nur noch bedingt funktioniert, das kam in der Wahlberichterstattung, wie ich sie verfolgt habe, überhaupt nicht vor. Es spielt keine Rolle. Und es ist auch ganz eindeutig, dass diejenigen Parteien, die diese Corona-Politik unterstützen, eine ganz, ganz überwiegende Mehrheit bei dieser Wahl bekommen haben. Freien Wähler, eine Kraft, die bundespolitisch noch nicht so in Erscheinung getreten ist. Die wurden den ganzen Abend totgeschwiegen. Das Ergebnis der sonstigen Parteien lag bei 8,% noch. Ich habe es nicht erlebt, obwohl ich eigentlich den ganzen Abend ARD schaute, dass das aufgeschlüsselt worden wäre. Vielleicht habe ich es verpasst, dass es einmal aufgeschlüsselt wurde, aber es wurde nie aufgeschlüsselt. Ich habe zwei Schlüsselmomente von diesem Abend, die ich Ihnen jetzt gerne schildern möchte. Einmal war das die grüne Spitzenkandidatin Jarasch, die genauso wie ich aus Augsburg kommt. Ich war mit ihrer Schwester sogar, hatten wir gemeinsam Leistungskurs Geschichte im Gymnasium. Und ihr Mann ist übrigens beim RBB, beim Radio Berlin Brandenburg, beim öffentlich-rechtlichen Sender. Und zuerst wurde sie da in der ARD gefragt, ob sie jetzt Regierungschefin werden wollte. Und das war irgendwie wie bei so einer Mischung aus 60er-Jahre-Hippie-Event und Kindergeburtstag, sie im Blümchenkleid und die Moderatorin. Und man hatte den Eindruck, die sind alle wie berauscht. Und sowohl die Journalistin als auch die mögliche künftige Bürgermeisterin ganz glücklich. Und Kindergeburtstag, wohl, da muss man ja vorsichtig sein, die musste sich ja entschuldigen, weil sie sagte, dass sie Indianerhäuptling werden wollte in ihrer Kindheit. Das ist etwas, wofür man sich entschuldigen muss heute bei den Grünen. Und es ging dann weiter. Sie trat dann nochmal auf und da sagte sie sinngemäß, dass jetzt, also es wird sich, also sie kündigte faktisch eine Art Revolution an. Also jetzt Verkehrswende, dann Klima muss gerettet werden von Berlin. Aus Berlin muss die grüne Hauptstadt werden. Und wie gesagt, also man hat den Eindruck, kein Stein auf dem anderen. Und die Realität: Berlin hat man es heute nicht geschafft, die Wahlen halbwegs anständig zu organisieren. Dem Wahllokal, in dem ich war, hier gab es nur zwei Wahlkabinen. Dann hat man mit einem Koffer eine provisorische Wahlkabine gemacht, Warteschlangen, in anderen Wahllokalen noch viel mehr Warteschlangen. Dann gingen die Wahlzettel aus, die Leute haben teilweise ewig warten müssen. Also man will die Welt retten, das Klima in der Welt retten und ist unfähig, eine Wahl zu organisieren. Und die Wähler bestätigen diese Regierungsparteien, die dafür verantwortlich sind. Man kriegt hier fast keinen Termin im Bürgeramt, monatelang gar nichts. Es funktioniert sehr vieles überhaupt nicht in dieser Stadt und dafür werden diese Parteien auch noch bestätigt. Ich weiß nicht, ist es Masochismus oder wie, ich war hier mit meinem Team den ganzen Abend im Live-Ticker und die Berliner Kollegin meinte, in Berlin wird man gelebt und offenbar gefällt das sehr vielen. Für mich ein Rätsel. Es ging jetzt um die Landtagswahl. Bundestagswahl, das Schlüsselerlebnis, die Elefantenrunde. Und mein Kollege Alexander Wallasch hat das in unserem Live-Ticker, den wir heute Abend haben, sehr schön zusammengefasst. Er sagte, da ist der Eindruck, dass die alle einig sind in dieser Wahlrunde. Da gab es keinen Streit, da gab es keinen Konflikt. Es ging eigentlich nur noch darum, wer mit wem. Und eine Harmonie, als säße da ein Block. Und man hatte den Eindruck, da ist politischer Kindergeburtstag und man streitet jetzt nur noch darum, wer die dicksten Tortenstücke von der Torte bekommt. Für mich faszinierend und ich sehne mich zurück nach Zeiten, in denen die Politik noch wirklich lebendig war. Was bedeutet das Ganze für unser Land? Rot-Rot-Grün wird es offenbar nicht geben. Ich habe mich den ganzen Abend gewundert, bei allen schwanken die Werte und die Linke war den ganzen Abend strikt bei 5%, bemerkenswert. Und die große Richtung ist damit eigentlich vorgegeben. Das heißt, es gibt keinen ganz strammen Linkskurs, sondern es geht einfach so links weiter. Und FDP und Grüne werden jetzt eigentlich entscheiden, wer das Land regiert. CDU oder SPD, wer den Kanzler stellt. Aber sind wir uns ehrlich, es unterscheidet sich eigentlich nur in Nuancen, weil diese politischen Unterschiede, es geht halt, ob man den Klimawandel noch ein bisschen schneller weltweit beenden will und die Welt retten will oder noch ein bisschen langsamer. Die Frau Baerbock hat ja schon gesagt, jetzt ist das nächste Kabinett, muss ein Klimakabinett werden. Man hat den Eindruck, es gibt keine Alternativen mehr. Die Alternativen sind weg, sind gleichgetaktet und
Mit Olaf Scholz hätten wir wohl eine Angela Merkel 2 im Kanzleramt. Und Herr Laschet macht mir auch nicht mehr Hoffnung, als ich das heute verfolgt habe, weil ich wirklich baff, der stellt sich tatsächlich hin, ist der Verlierer, die historische Niederlage. Angela Merkel, Gott sei Dank, mit Maske, warum Gott sei Dank? Ich bin überzeugt, aber man ist ja da subjektiv. Ist ja geneigt, an das, was man sich vorstellt, dann für das Wahre zu nehmen. Und hinter der Maske sieht man es ja nicht. Mir schien es, sie strahlte am Tag der historischen Niederlage ihrer Partei. Ich bin überzeugt, jemand anderer, der sie da sieht mit der Maske, kann sagen, nein, sie strahlt doch nicht. Das ist subjektiv. Aber mir schien es so. Und Laschet stellt sich dann hin und lobt sie an dem Tag. Er sagt, 16 gute Jahre mit Angela Merkel, die diese Partei entkernt hat, die sie entmannt hat, die sie kastriert hat. Er stellt sich dann nochmal hin und stellt sich nochmal auf die Hinterbeinchen und macht nochmal Männchen vor Angela Merkel, die die Partei kastriert hat. Es ist unfassbar. Der Herr Zemiak, sein Generalsekretär, sagte dann, ja, Aufholjagd und alles prima. Also so klang es teilweise und Gesicht und Worte waren in einer völligen Dissonanz. Er sagte dann auch noch, ja, das Wichtigste ist uns natürlich das Land und nicht die Partei. Es ist Realitätsverlust im Endstadium, das ist mein Eindruck. Und Herr Laschet meldete dann auch noch den Führungsanspruch an. Er will Kanzler werden als Wahlverlierer. Und wie gesagt, man könnte darüber lachen. Das Erschreckende ist aber, dass genau das sich eine Mehrheit in diesem Land wünscht nach diesem Wahlergebnis. Und für mich hat es etwas Gespenstisches, ein ganz klares Weiter-so, eine Bestätigung der Corona-Politik. Ich kenne viele, die sagten, sie sich überlegen, die Koffer zu packen, wenn das heute schief geht. In meinen Augen ist es schief gegangen. Das konnte man leider aber auch erwarten. Und wer ist der heimliche Wahlsieger? Es gibt zwei ganz große Wahlsieger. Das sind zum einen die Medien, vor allem die öffentlich-rechtlichen, die eine scheintote SPD wieder hochberichtet haben, hochgeschrieben haben. Und es zeigt, wie manipulierbar doch leider ein großer Teil der Menschen ist. Und die öffentlich-rechtlichen haben ja sich in ein regelrechtes, zuerst Baerbock und dann, als die nicht mehr zu halten war, Scholz-Festival verwandelt. Also bei Laschet machte man sich über jede Kleinigkeit lustig, wenn da mal jemand lacht neben ihm. Und die ganzen Skandale von Scholz, die haben nicht stattgefunden. Das ist phänomenal. Es ist wirklich rational nicht mehr zu erklären. Also die Medien haben gezeigt, wie sie hier jemanden hoch und runter schreiben können. Das ist wirklich eigentlich kaum noch zu erklären. Zeigt auch, dass das Ganze gefährlich ist. Und das Zweite, und da ist es jetzt tatsächlich so, da habe ich den Faden verloren. Jetzt machen wir eine kurze Pause, dann besinne ich mich und dann schneide ich das wieder rein. Aber nach langem Dauereinsatz heute hier mit dem Team, möge mir das verziehen. So, und jetzt habe ich es wieder. Wahrscheinlich ist der Gedanke für mich so schwer zu ertragen, dass ich es verdrängt habe. Die zweite Siegerin ist natürlich ganz, ganz klar Angela Merkel, weil die Konstellation ist schwierig. Das heißt, die Koalitionsverhandlungen können sich sehr, sehr lange hinziehen. Und wer bleibt dann Bundeskanzlerin? Angela Merkel. Und ich habe ja schon versucht, im Januar sie festzuzurren, habe gesagt, ist das sicher, dass sie aufhören nach den Wahlen? Hat sie gesagt, ja, aber wenn nicht bald einer gewählt wird, dann muss ich das natürlich noch machen. Also Angela Merkel und ihre Entourage, auch Steffen Seibert, die werden uns wohl noch erhalten bleiben, eine ganze Weile. Und ob das, was dann kommt, wirklich besser ist, da habe ich massive Zweifel. Ja, in meinen Augen ein finsterer Tag für dieses Land. Ich habe ja gesagt, Schicksalswahl. Viele sehen das nicht so. Ich sehe das immer noch so, weil wenn Rot-Rot-Grün heute gekommen wäre, ich glaube, dann wäre es ganz, ganz zappenduster geworden. Und jetzt wird es auch duster, aber nicht ganz so duster. Dann würde mir jetzt wieder ein böses russisches Sprichwort einfallen, das ich aber nicht nennen kann, weil es für deutsche Verhältnisse zu derb ist. Aber haben wir wirklich das geringere Übel? Es ist das noch geringere Übel, aber es ist auch so ein massives Übel. Erinnern Sie sich an die Worte von Frau Jarasch und in Berlin wird sozusagen jetzt Revolution stattfinden, Verkehrswende, wahrscheinlich kann man sich bald gar nicht mehr bewegen. Und Klimakabinett, das hat ja auch schon Frau Baerbock gesagt. Frau Baerbock wird jetzt eine ganz, ganz wesentliche Rolle spielen in diesem Land. Und auch Olaf Scholz, der für mich überhaupt eine Sphinx ist, wenn man über ihn sehr, sehr wenig weiß. Und diese ganzen Skandale, diese Auflistung von Skandalen, für die er steht, nie eine Rolle gespielt hat. Ich hätte Ihnen gerne was Besseres
heute berichtet, aber mehr, was Besseres kann ich Ihnen nicht sagen. In diesem Sinne etwas traurige Grüße, alles Gute, danke, ciao. Ja, und das Backstage habe ich heute schon während der Aufzeichnung geliefert, als mir die Angela Merkel entfallen ist als Wahlsiegerin. Und dafür noch einen kleinen Bericht aus der Küche. Wir sitzen heute hier in Berlin zusammen mit meinem Team. Es ist eine schöne Teamarbeit hier. Und als wir die Elefantenrunde anhörten, da kam immer wieder Stöhnen und man sagte, die Wortphrasen sind nicht mehr erträglich. Es gab einen Moment, als wir alle zusammen wirklich laut auflachten, als Herr Scholz sagte, er will etwas für Respekt tun, für gegenseitigen Respekt. Das ist der Mann, der mitverantwortlich ist in dieser Regierung für die massive Aufhetzung der Gesellschaft, verschiedenen Gruppen gegeneinander, zum Beispiel beim Thema Impfen, beim Thema Corona, der mit dafür verantwortlich ist, dass hier Regierungskritiker massiv diskriminiert werden, dass Hetze stattfinden, dass Zensur stattfindet und dann von Respekt reden. Wow, wir haben wirklich herzlich gelacht, aber das war der Galgenhumor, denn eigentlich ist es eher zum Weinen. Alles Gute, danke, ciao. Jetzt ist wirklich schön.